Am 17. September 2016 fand zum 14. Mal die traditionelle Oldtimer-Ausfahrt, die Histone Andertal, des Mettmanner Automobilclubs statt. In der Mettmanner Stadthalle wurde um 9.30 Uhr das Nennbüro unter der Leitung von Sarah und Steffi geöffnet. Hier sehen wir das Team Peter Liesenklos, Kurt Jesse und Uli Bergmann beim Abholen der Unterlagen. Mettmann TV wird dieses Team bei der Ausfahrt begleiten. Laufend treffen die Teilnehmer ein. Nachdem alle Formularien erledigt wurden, traf man sich zum gemeinsamen Frühstück, das Anne Süß und Frank Rackel in absoluter Spitzenqualität zubereitet haben. Während des Frühstücks wurden die Fahrunterlagen schon gesichtet. Der erste Vorsitzende des MAC, Michael Stapel, gibt letzte Informationen, bevor es zum Start auf dem Parkplatz des Mettmanner Rathauses ging. Haben wir wie in dem letzten Jahr diese Schilder, ja, die sogenannten Baumaffen, die ihr dann auch schön in die Bordkarte eintragt. Und wir haben im Bordbuch Fragen, die in der Bordkarte in den einzelnen Kästchen mit eingetragen werden können. Oder wenn ihr meint, ihr habt nicht Platz genug, die Bordkarte rumdrehen. Auf der Rückseite ist also, denke ich, noch genug Platz unten, wo ihr dann reinschreiben könnt zu 1, zu 2, wenn ihr da noch irgendwas dabei schreiben wollt. Hier biegst du rechts ab. Ja, ja. Und dann kommt, also wenn du den Kreisverkehr hast und hast die Frage nicht beantwortet, bist du dran vorbeigefahren. Nun werden noch eben die Startnummern montiert und dann ging es los zum Start. An dieser Stelle ein paar Daten zum Fahrzeug. Es handelt sich um einen Mercedes 170D OTP aus dem Jahre 1951. Ein ehemaliges Fahrzeug der Bereitschaftspolizei mit Blaulicht, Martinshorn und Suchscheinwerfer. Schauen wir uns die teilnehmenden Fahrzeuge einmal etwas näher an. Eine Frage, welches Baujahr? 1934. Ja, das ist natürlich hammerhaft, ja. Und der läuft auch gut? Bis jetzt hat er uns noch nie im Stich gelassen. Herr Bürgermeister Dinkelmann. Sie haben Ihren Parkplatz hier vom Rathaus zur Verfügung gestellt für die Histone Andertal. War das eigentlich selbstverständlich? Ja, selbstverständlich war das selbstverständlich, weil das haben wir jetzt auch schon in den vergangenen Jahren gehabt. Vor 2 Jahren bin ich selber mitgefahren. Das ist eine großartige Sache, die hier stattfindet. Ich würde mir allerdings für die Zukunft vielleicht mal wünschen, es noch etwas zentraler auszurichten, dass also auch viele Mettmannerinnen und Mettmanner, die hiervon jetzt nichts mitbekommen, dann noch etwas intensiver Autos gucken können. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Start. Mit der Nummer 47, unser zweiter Starter, ein Opel 1,2, der Vorgänger des P4, ist vielleicht anderen mehr bekannt. Ein komplett selbstständig restauriertes Fahrzeug aus dem Jahre 1934, unser ältester Teilnehmer heute, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h. 4,
Nun waren wir am Start. Begleitet uns auf dieser Ausfahrt ins Bergische Land, die in Richtung Hagen gehen wird. Kommen wir zur Startnummer 11, ein Mercedes 140D, ein Fahrzeug der Bereitschaftspolizei. Im Jahre 1951. Auf jeden Fall Bereitschaftspolizei. Wollen wir ja noch mal sehen. Nach kurzer Fahrt wurde getankt und nach dem Öl gesehen. Da gibt's doch keinen Fehler. Wie viele Liter gehen da rein? Knapp 32. Die Tankanzeige ist mechanisch und hat den Vorteil, ja, wenn der auf Viertel steht, ist er leer. Bleibt er stehen. Ja. Warte. Jetzt nach dem ersten Stopp hier, ja? Ja. Sind wir denn noch gut in der Zeit? Ja, wunderbar. Wunderbar, wir holen alles auf. Ja. 500 PS werden angeschmissen. Ja, gut so.
Und erster Etappenziel erreicht. Ja, Das ist das Motodrom in Hagen, oder wie heißt das? Ja, Kartbahn. Auf Deutsch Kartbahn. Kartbahn. Und wie war bis jetzt die Strecke? Aufregend. Fantastisch. Ja, war doch mal. Das Etappenziel ist erreicht. Und hier musste der Fahrer eine Metallplatte mit dem rechten Vorderrad treffen. Jawohl. Dann möchte ich sehen. Aua, das sind 15 cm daneben. Im Motodrom Hagen gab es einen kleinen Imbiss. Pünktlich um 15.07 Uhr gingen wir wieder an den Start zur zweiten Etappe, zurück nach Mettmann. Diese Etappe hatte es in sich, aber schaut selbst. Start 15.07 Uhr, zweite Etappe, zurück Richtung Mettmann. Fahren, aber die anderen Kollegen auch, fahren wieder zurück. Wir drehen jetzt noch mal, fahren noch mal die Richtung. Aber jetzt 6,4. Da ist ein bisschen durcheinander, aber alle Teilnehmer haben ihr Problem. Wahrscheinlich ist die Streckenführung doch nicht so eindeutig.
Das wäre jetzt Tennis. Nee, wir müssen jetzt von vorne anfangen. Wir durchfahren den Tunnel Burgholz. Wir haben das Ziel im Mettmann wieder erreicht. Und um uns die Wartezeit bis zur Siegerehrung zu verkürzen, sind wir auf ein Bier ins Neandertal zum Hotel Becher gefahren. So, Zwischenstopp bei Hotel Becher. Ja. Der Stammgäste. Die übliche Pose. Da muss ich jetzt mal aufnehmen, wie sich der abmühe, um da so ein Verdickchen zu machen. Die beiden Experten. Ich hab das ja das ganze Jahr lang. Und jetzt kommt der berüchtigte Löffel. Zur Siegerehrung sind wir wieder in der Mettmanner Stadthalle, wo die Verantwortlichen mit der Auswertung beschäftigt sind. Vor der Siegerehrung wurde gemeinschaftlich gegessen. Es wurde von Anne Süß und Frank Racke wieder einmal perfekt zubereitet. Ja, erstmal
Schön, dass ihr alle wieder hier nach Mettmann gefunden habt. Ja, ich denke, wir hatten so ein paar Sachen drin, wo dann das eine oder andere noch ein bisschen überraschend war. Ein kleiner Lapsus im Bordbuch, den wir zu verantworten haben, hat euch dann doch noch ein bisschen längere Strecke gesorgt. Die ein oder anderen, habe ich dann gehört, 15, 20 Kilometer waren dann also nichts. Wenden könnt ihr jetzt sicherlich auch, mal vor und zurück. Auf jeden Fall erstmal schön, dass ihr alle wieder da seid. Und ich möchte eigentlich den heutigen Abend beginnen mit der Ehrung von den ADAC-Mitgliedern für 50 und 60 Jahre Clubmitgliedschaft im ADAC. Das machen wir schon seit ein paar Jahren immer im Rahmen unserer Siegerehrung. Und da möchte ich mit den ADAC-Leuten auch gerne anfangen. Zu Ehren haben wir heute sieben Personen vom ADAC, Damen und Herren. Und anfangen möchte ich mit der Frau Waltraud Banse. Die Frau Waltraud Banse ist 50 Jahre im ADAC Mitglied. Dann machen wir weiter mit dem Herrn Manfred van der Veen. Der Herr van der Veen ist 60 Jahre im ADAC. Alles Gute dafür. Als nächstes haben wir die Frau Regine Windorfer. Die Frau Windorfer ist 50 Jahre im ADAC. Alles Gute dafür, Frau Windorfer. Weiter geht's mit dem Herrn Heinrich Laubentsch. Auch der Herr Laubentsch ist 50 Jahre im ADAC. Herzlichen Glückwunsch. Dann machen wir weiter mit dem Herrn Manfred Kritzler. Habe ich das jetzt hier richtig? Das ist etwas komisch geschrieben. Ich denke, das ist Kritzler. Auch der Herr Kritzler ist 50 Jahre im ADAC, alles gut. Dann haben wir hier noch den Herrn Hermann Erne. Herr Erne. Auch der Herr Erne ist 50 Jahre im ADAC. Herzlichen Glückwunsch. Mit der Klasse 3 beginnen möchten. Die Klasse 3 geht bis Baujahr 1986. Dort waren 35 Teilnehmer. Und wir schütten aus vom 1. bis zum 15. Platz. So, Klassensieger in der Klasse 3 ist ein VW Richard Käfer. 1302 LS, Baujahr 1970 mit der Startnummer 6. Julia Losen und Peter Losen. Herzlichen Glückwunsch. So, nun kommen wir zur Siegerehrung der Klasse 2 mit 6 Starter. Und auf den 3. Platz, Moment, wo habe ich ihn jetzt? Da ist er. Ist die Startnummer 11. Ein wunderschöner Mercedes 170D. Ein Fahrzeug von der Bereitschaftspolizei. Mit dem Altmeister im Rallye-Sport, Kurt Jesse, Uli Bergmann und Peter Liesenkloss. Herzlichen Glückwunsch!
Der zweite in der Klasse, wieder ein NSU, ein Prinz 1000 mit der Startnummer 31, Dagmar Slabodny und Peter de Graaf. Herzlichen Glückwunsch. So, und der Klassensieger in der Klasse 2 ist mit der Startnummer 20 auf einem Mercedes 190 Bertha, der W121 Ponton von 1960, Dieter Wilzig und Heiko Weber. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wer ist das jetzt oder was fehlt uns noch? Es fehlt uns ein sehr junger Fahrer. Danke. Auf einem sehr alten Auto. Ja. Von 1934. Ein Opel, der nicht mehr als 40 km/h macht. Der ist kleiner. Und mit der Startnummer 37 ist er alleine gefahren. 47. Ist er alleine gefahren, hat alle Aufgaben mit Null gelöst und aufgrund dieses Baujahrs ist er der Gesamtsieger der heutigen Veranstaltung der Hitzschule Andernach. Also, herzlichen Glückwunsch. Also Kompliment, muss ich schon sagen. Fahren, schreiben, gucken. Also liebe Motorsportfreunde, nochmals herzlichen Dank für euer Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ich denke auch, wir werden eine attraktive Veranstaltung wieder bauen und mal sehen, was das neue Jahr uns dann bringt. Also nochmals vielen Dank und gute Heimfahrt. Dankeschön. So, nun zu unserem wirklichen Oldtimer-Fahrzeug. Aber zu unserem Oldtimer-Paar würde ich bitten, die Herrschaften mit der Startnummer 70 oben auf die Bühne zu kommen. Ja, aber auf geht's jetzt. Wir haben ja bei der Hessen der Andertal als Oldtimer-Veranstaltung keine Zeitwertung. Sie kamen relativ spät zum Motodrom, waren etwas auch aufgelöst, auch als sie dann weggefahren sind. Ich glaube, wir haben so gar nicht mitgekriegt, welche Zeit ich da eingetragen habe. Aber ich muss sagen, der erste Abschnitt war sehr gut. Also können Sie Ihrer Frau ein Kompliment machen und sie meinen Arm nehmen und kuscheln. Das hat sie gut gemacht. Und der zweite, gut, das war ein bisschen daneben. Aber wir sind ja lernfähig. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr. Herzlichen Glückwunsch. So, arbeiten dran und werden auch sicherlich nächstes Jahr wieder eine Veranstaltung auf die Beine stellen. Schönen Dank, dass Sie da waren.